Müssen wir durch. Ich hoffe, es ändert sich bald alles. Jetzt kommen auch die Restarts. Virtus fängt hier als Terror an. Heute habe ich zumindest nur ein grünes Viereck im OBS. Okay, ist schon gerade schon ein bisschen. Ach, keine Ahnung, was da los ist. So, schauen wir uns die Pistole an. Virtus hat Smokes. Drehen auch alle zum A. Wird also auch ein Agro werden. Ah, ich habe schon wieder Malmodus nicht an. Und Booster auf die Kiste. Damit das schneller geht, oder was? So, Smoke ist gefallen. Das hier Spotted da hat auch noch eine Smoke. Sie kommen easy raus. Gibt's mal eine Flash für Connector? Sie nehmen Connector ein. Sehr schöner Move. So, zu dritt fahren sie da rein. Also haben sich also Gedanken gemacht. Sauber, kriegt da den nicht den ersten Frag, aber ein Opening. Schöner Move von Angel. Weiß, dass da auch noch Connector einer ist und kriegt den zweiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er muss er doch haben. Jetzt kriegt er ihn auch. Sehr schön. Action auch hoch. Das hier weiß das auch. Oh, extrem gute Smoke. Und das hier. Oh! Haha! Wie geil ist das? Oh, wie gut. Ja, der zweite auch noch mit Knife. Oh, schade. Aber was ein geiler Move von Dossier. Er merkt, dass er die Schüsse nicht hittet. Weiß aber, wo die Bombe liegt. Und anstatt weiter runter zu schießen, springt er einfach hin mit Knife. Man muss auch selbst lachen. Schöne Runde von ihnen. Aber auch extrem gut überlegt von Virtus. Nicht so wie jedes andere Team, was dann irgendwie Spot einnimmt, Bombe legt. Das ist ja relativ easy. Und dann defensiv bleibt. Ne, sie haben sich überlegt, Connector einzunehmen, beziehungsweise Jungle. Das hat sich ausgezahlt. Finde ich ja sowieso gut, wenn man da eine Sache einnimmt als Terror. Generell auch in den Waffenrunden. Ich finde den. Es gibt nicht so viele gute Posis da im A, wo man irgendwie gut stehen kann. Finde das auf jeden Fall schwierig zu halten. So, Mitte gibt es die Einnahme von Virtus. Dann hat er vom A drüber geflasht, dann ziehen sie alle Döner rum. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Virtus, ja, machen das richtig gut. Eine lange Defensiv. Fuch hat zwar extrem viele Hits abgefangen. Das hier hilft da auch Fox mit da oben. Hier macht er auch den zweiten noch. Schöne Eco, aber auch von Al. Da gemeinsam Döner rumzuziehen, Mitte reinzuspringen, Mitte Go machen und das zwar nicht, und das vor allen Dingen nicht direkt am Anfang. Oh, und Sneal hat schon gekauft. Was auch sonst, eine Farmers. Aber der Rest nicht. Das ist eigenartig. Baut sogar was auf. Sneal schießt auch nicht, zeigt sich auch nicht. Aber sie schieben gerade alle wieder A. Und nur Schneider steht. Also nicht von dem Nickname verwirren lassen. Schneider ja der. Gut, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so neu, aber auf jeden Fall der neueste, die neueste. Der neueste Spieler im Lineup. So, stirbt jetzt auch. Sorry, dass ich da nicht drauf war. Schauen, was Sneal mit seinen Farmers machen kann. Okay, nach dem Frag entscheidet er sich direkt zu safen. Ist auch die richtige Entscheidung. Von daher. Wenn er die safe. Ah, die sollte er eigentlich durchkriegen. Es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Grund zu handeln. Okay, Adrian ist schon sehr nah. Sneal hat ihn gehört. Oh, und er schleicht ihm rein. Jetzt ist die Frage, ob Adrian die Waffe gesehen hat. Aber bin ich gespannt auf Sneal 37. Wie viel Equipment hat er jetzt? Was hat er? Farmers kleine Weste hat er gekauft und eine Smoke.
und Doppelflash. Also es ist eigentlich nicht so schlecht equipped. Ich vermute auch, dass es deswegen gemacht hat. Finde ich sowieso, wird demnächst wahrscheinlich in Mode kommen, so zweite Runde zu kaufen oder halt dritte Runde. Als CT, vielleicht auch als T, wenn man Pistol verloren hat, einfach mal auf Galils gehen oder so. Bruns. Flash für Mitte oder was? Kenne ich so auch noch nicht. Oh, und einer hat sich auch rausgesneakt. Boah, und Litte schön oben geholfen von der Sia. Mann, der L sieht hier gerade keine Schnitte. Bronox Flash mit Timing Mitte. Weiß, dass da einer ist. Schön, den machen sie immerhin. Sneal kann den Argo ansagen. Mates schieben gerade hin. Sneal macht leider keinen mehr. Beide da am Connector Jungle. Smoke haben sie nicht mehr, aber Flashes reichen natürlich aus. Da auf Spots kommen, Adrian sprengt da den RDL weg. Dann war es nur noch Bronax. Schöner HE über Bande. Da war da keine Chance mehr. Krasse Runde von Virtus. Ein hinterher Actionspieler, der ist ja durch die Smoke sneakt. Auch schönes Teamplay von Dossier oben. Ich glaube, er hat nicht mal was gesehen durch die Smoke, sondern einfach durchgehalten. So, Malmodus aktiviert. So, Angel, ich glaube, das war der auch vorhin, der da schon den Spot eröffnet hat. Am Holz. Da wirklich nur die beiden. Boah, schön Headshot von Lidl. Und er weiß auch, wo der zweite ist. Och, ganz starke P2000-Runde gerade. Und Schneider muss sich da gar nicht anlegen. Gut, Posi ist jetzt bekannt. Ist natürlich schwierig. Holt sich aber einen Mate. So, Fox mit Ave, Adrian, AK. Entscheiden sich, straight B zu gehen. Shit, RDL. Leider nur mit P2000. Bronax riecht den Braten jetzt aber schon und schiebt. Oh, nette Pose von RDL. Ah, schade, aber schön nochmal runtergemoved. Ach, schade. Fox macht den Frag. So, Bronax müsste da zur Stelle sein. Schneider an kurz, glaube ich, schön verschoben von ihm. Wahrscheinlich über den Döner direkt, über den Mini-Döner. Über den Jump. So, ein Adrian gegen 3. Bombe hat er. 40 Sekunden noch. Das wird von der Zeit her nicht mehr reichen. Ja, mit einem netten Headshot noch am Ende. Aber schöne P2000-Runde, vor allem von Lidl. Da in der Action. Nice Heads. Schönes Pre-Aim da auch in die Ecke. Kurzscore anscheinend. RDL macht da oben Haus dicht. Und kurz schon ganz weit von. RDL zieht rum. Oh, ganz starker Spray. RDL mit dem dritten, mit dem vierten. RDL die Chance zum Ace. Wo ist das hier? Ah, leider ein Connector. Oh, bitte pass auf. Ganz, ganz starke Runde von RDL da oben. Schöner Move, das so dicht zu machen. Damit auch Pronax sich natürlich viel mehr auf Haus, auf Kurz konzentrieren kann, wenn RDL da oben auf Short Distance geht. Virtus hat aber noch Geld, es wird aber die letzte Runde sein, sollten sie die Bombe nicht legen. So, sehr schöne Smokes. Es geht straight A. Litte am Holz. Oh, Smoke liegt gut. Oh, schade. Da wusste er nicht, auf wen er schießen soll. Adrian auch erfolgreich.
wahrscheinlich den Connector geholt. Ja, und schon hat Virtus die Lücke gefunden. Und nicht nur gefunden, sondern sie sind auch easy durch die Lücke durchgeschlüpft. Ja, das hier fällt da zwar nochmal, aber jetzt versuchen sie es wirklich nochmal. Mit vielen Flashes, aber auch eine gute Gegenflash. Oh, Sneed hat, glaube ich, nach hinten aufgepasst. Der L schon spawnt. Oh! Alter, was für Flex von L! Der ist richtig heiß! Und Adrian kurz. Krass. Was macht der L heute bitte? Der macht ja nur Headshot. Vor einem Haus, glaube ich, auch. Oh, was ist das für ein Akachos schon wieder war gegen die Action? Krass. Sehr, sehr starke Einzelleistung bisher von RDL. Hätte nie im Leben gedacht, dass sie den Retake noch fahren. Ich glaube, haben sich dann erst dazu entschieden, als oben der House-Track noch fiel. Deswegen sage ich ja, also vorhin haben sie Jungle eingenommen, also die Russen. Und in der Waffenrunde machen sie es nicht. Das bestraft sich dann halt damit so. Ich finde nämlich, die Retakes sind viel zu random. Also nicht so wie auf Inferno B. Der wieder nächste Headshot. So, wir sind nochmal A wieder rauf, haben aber die Überzahl. Aber bei Kucher. Angel legt an. Angel verschießt. Bombe dann nicht gelegen, das wird schwierig. Jetzt ist auch die Smoke weg. Face. Jetzt haben wir noch weitere Grenades. Oh, aber Doppelfrag, Dreifachfrag. Auf einmal nur noch Pronax, wie schnell das gerade ging. 100 HP hat ein Kit. Pusi, noch ist es nicht bekannt. Haus wird abgesmoked. So, jetzt weiß er, wo beide sind. Gute Flash. Leider nur 19 HP. Das musst du sie ja machen. Er zieht direkt raus. Er zieht durch. Sehr schön. Gut aufgepasst von Desia. Weiß der genau, dass man da auch so hochgucken kann und trotzdem weiter diffusen kann. Schönes Spielchen bisher. Schöner Schlagabtausch. Klantext kann ich nicht einfügen. Da habe ich keine Macht zu. Oh, wieder kurz. Er schießt da wirklich sehr gut. Er moved auch gut. Kriegt da kaum Hits. Einen einzigen gefangen. Schön die Flash verworfen, weil er nochmal schön in der Nähe geguckt. Was gibt diesmal ein A-Fake? Oh, die AE. Oh, die AE ist das gut. Und wieder eine Action rausgeschlichen durch die Smoke. Und Lidde muss da aufpassen. Oh, ist schon ganz links am L. Oh, gut aufgepasst von Chocks. Oh, A fallen die Frags. B ist auch raus. Pronax war da gestorben. Oh, aber RDL ist halt für heute der Endgegner. Er macht halt einfach alles. Wahnsinnsspiel von RDL. 26 Stats. Mit Abstand hier eigentlich auch der Score-Leader im Team. Und trotz, dass der Fake eigentlich aufging. A ist ein Frag gefallen. B holt man den Frag und dann stirbt man einfach gegen RDL. Wenn man da nach oben im Haus drin steht. So, und das erste Mal, dass wir eine Eco sehen, weil bei VP. Nettes Intel übrigens. So, 5-5 Ausgleich. Und das sah nach dem anfänglichen 4-0 gar nicht mal so danach aus. Aber man darf nicht vergessen, ist schon noch eine City-Map. Ich vermute aber, Virtus hat da noch einiges in petto an Taktiken. Ja, finde ich auch eine gute Entscheidung, jetzt wieder A zu gehen. Ich meine, sie sind eigentlich immer raufgekommen. Ist eigentlich nur RDL gerade, der da
Alles zerstört. Raiden wird er wahrscheinlich nochmal zum Faken geschickt. Oder er kommt über Keller, wer weiß. Nur gespottet, ob die offensiv sind vielleicht. Oh, mit hat er aber gesehen. Oh, er gewinnt Duell noch mit 14 HP, kommt er da raus. So, AS ist mal wie gesagt wieder raus, aber die Frags sitzen nicht. Oh, Fox direkt vor dir. Netzduell im Sprung. So 3 gegen 3, aber über HP-Vorteil bei den Schweden. Oh, schön abgebrochen von Fox. Oh, Bombe allerdings nicht für Action gelegt. Ein schneller Retake mit den Flashes. Oh, Pronax gegen 3. Er gegen 2. Ach, schade. Pronax einfach heute kein RDL. Aber gut, rübergezogen der von Dossier. Ah, hat ihn sogar mit der HE gemacht. Wieder die Führung für AL. Für AL, für VP. So, wieder ein A-Fake. Angel und Dossier. Also hier hat man eine Kerrigan Smoke. Gas bei beiden. Ah, wird aber gut aufgehalten. So, Pronax und RDL müssten das dann B sein. Hallo? Ich kann keine 5 drücken. Ich konnte ihn gerade nicht auswählen. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber der hat wieder einen gemacht. Übrigens wieder mit Headshot. Schöne B-Verteidigung. Wieder schön geschoben. Also den Fake. Der ja eigentlich nicht mal einer war. Also eigentlich war es schon einer, aber dadurch, dass da keine Frags fallen, dann nichts mehr nachkommt, ist natürlich auch leicht für AL, das zu lesen. Oh. Was ein Timing. Dann schied sich gerade AL dazu, den Spot einzunehmen mit Flash. Und dann wollte Fox die Bombe holen. 6-6 Ausgleich. Oh, Sneal übrigens mit M4. Fällt mir jetzt erst auf. Das scheint wieder dieser Argo zu werden. Sneal kauft sich auch nochmal Smoke nach. Wieder im Haus gewesen. Ah, okay, es ist Full Eco. Sie hat da Schlitz gezielt. Gespottet, vielleicht gegen, zieht rum. Ah, schön gespielt von Sneal. Oben hat aber irgendwie der Mate da wahrscheinlich geflasht. Pronax kommt aber auch schon von hinten. Das ist schön, er hat schon in der Luft. Und er holt sich eil wieder die Führung. Zwei Runden stehen noch aus. Also es könnte durchaus ein 9-6 werden. Aber ich finde, ein 8-7 wäre hier auf jeden Fall berechtigt. Mal ein schneller Vigo. Oh, oh, schöne Runde von RDL von. Na, wie heißt der? Von Schneider. Oh, 5. Runde. Aber alle gut Schaden gefangen. Oh, bringt halt nichts. Ich glaube, es soll den. Ach shit, jetzt weiß ich nicht genau. Ich vermute kurz Fake Go und dann A raus. Auch eine Taktik, die ich so noch nie gesehen habe, aber. Oh, er hatte damit keine Probleme. Da hat wohl auch ein bisschen das Equipment gefehlt. So, und trotz anfänglichem Pistol-Loss hat er sich noch gut
gut zurückgekämpft. Die Halbzeit ist ihnen schon mal sicher. Oh, was leckt denn das jetzt schon wieder hier? Schöne Fläche. Also Lidde macht da wirklich keinen guten Job. Man sieht es auch am Scoreboard, dass der B nicht wirklich safe ist. A meine ich. So, Adrian müsste da eigentlich eine Waffe kommen. Er sucht sie gerade. Jetzt hat er sie. Er weiß, dass eine CT-Base ist. Aber Pronax von hinten. Oh, der lenkt gut ab. Oh, schön. Sehr schön gespielt von Adrian, aber auch gut gespielt von Pronax, da direkt durchzuschleichen und nicht zu warten. Wenn er nämlich CT-Base holt, dann ist Pronax ganz weit weg, kann den Refact nicht machen. Der T kann auf B, hat dann wieder gute Chancen, die Runden zu holen. Die Runde zu holen. Sowas sehr schön gespielt eigentlich von beiden Seiten. Aber das Glück dann halt auf ALs Seite. Oder das Timing. Ah, stimmt. Wirklich eine gute Frage, ob es erlaubt ist, Granaten nachzukaufen. Gute Frage. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass sowas im Regelwerk steht. Also, ich finde das auch Schwachsinn. Oh, kurz A, B go fake. Was? Da sieht man es wunderbar. Angel rechnet da mit einem B go. So, und am A ist wirklich nur. Sind sie ganz, ganz, ganz defensiv. So, die T's sind jetzt raus. Mal schauen, ob all. Sich auch dazu entscheidet, irgendwas einzunehmen. Sieht nicht danach aus. Boah. Angel springt da hoch und kriegt direkt runtergeschossen auf einem HP. Bei RTL schöner Laufweg. Da Angel gemacht, der sowieso schon low war. Musste ihn nur noch anhusten. Nimmt aber selbst noch einen mit. Boah, schön für Kura. Schöne P250. Boah, schöner Retake von VP. Kit ist auch bei Fox. Wurde auch direkt kommuniziert. Gut, auch nochmal darauf hingewiesen, wo die Bombe liegt von Dossier. Und damit das 9:7. Und Virtus hat beide Pistols gewonnen. Müssen somit eigentlich das Spiel gewinnen. Aber mal abwarten. Was ich mich vor allen Dingen frage, ist, wer jetzt bei AL ansagt. Ob das wirklich Schneider macht. Oder Lidde? Ich weiß. Ah ne, Pronax haben sie auch noch. Ja, wird wohl Pronax machen. Ich kann manchmal. Jetzt kann ich zum Beispiel RDL, die 6 kann ich nicht drücken gerade. Das geht nicht. Ich kann auch nicht hier hinwählen. Irgendwie ein Bug. Ich weiß nicht warum das so ist. So eine Eco mit Granaten. Auf jeden Fall ganz nett. VP. Steht da gut, halten da alles auf, was nur irgendwie aufzuhalten geht. Aber finde ich gut, dass man auch ein paar Grants kauft in so eine Eco. Mit ein bisschen Glück ist dann CT oben am Haus, blind oder am Holz halt. Man kriegt irgendwie schnell ein, zwei Frags und kann man die Runde eigentlich holen. Und das bisschen Geld kann man da ruhig investieren. Zumal man ja sowieso zweimal sparen muss. Ja, die Decoy ging nicht. Ja. Immer mit Problemen. Oh, Fox direkt Gas mit Duels. Ah, guck mal, RDL wird doch gar nicht angezeigt. Hab ich vorhin schon gewundert, worauf die geschossen haben. Die Leiche ist auch nicht mal da. Also ich pack gerade alles rum. Schauen, ob er nächste Runde wieder erscheint. Scoreboard ist er ja noch. Ne, ich kann den immer noch nicht auswählen. Und da haben wir auch einen Silent RDL.
sieht einfach so gut aus mit den Waffen. Schwebendes Equipment. Wirft sogar Schatten. Das ist ja interessant. Bleibt aber hier stehen. Schade. Man sieht sogar hier, wie die Waffen gewechselt werden. Oh mein Gott. Machen wir Demo an und aus. Welche Demo? Ach, jetzt ist er eh tot. Also brauchen wir ihn zumindest sowieso nicht auswählen. So, ich glaube, die Bonk hat über Keller auf. Ach, schon eine Mini-Döner. Fox wusste das anscheinend nicht, dass einer sein kann. Das Angel wollte ihn da machen, aber Sneed hat aufgepasst. Oh, ein auch schon Connect da oben. Also, jetzt ganz, ganz gefährlich. Er ist unterm Holz. Adrian. Fox ist jetzt auch gut abgesmoked. Oh, Fox sieht da doch was oben. Jetzt geholt vom Connector, aber direkt am Freeflag wieder. Oh, ne, war woanders. Boah, schöne Verteidigung von VP. Hatte aber auch gerade einen Anschein gehabt, als ob alle AL-Spieler einzeln gestorben sind. So, die Frage, ob ich das nächste Spiel auch noch streame, jo, mache ich. Also Nip gegen Aces. Ist er auf 22.30 Uhr angesetzt? Hat er die Flash von A gesehen? Adrian weiß damit, dass da einer oben ist. Gegenflash von Adrian. Boah, wie blind der ist. Sieht jetzt erst wieder was. Gegenflashes müssen aber gesessen haben. TS waren gerade auf dem Rückzug. Boah, Adrian wieder blind. Sehr schön. Macht aber zwei. Boah, der dritten auch noch. Die Bombe wird vor seinen Füßen gelegt. Krass. Und Sneal letzter. War das wahrscheinlich der von Mitte geflecht hat. Versucht es einfach nur noch seine Arve zu... seine AK zu safen. Also VP wirklich unglaublich stark im Zusammenspiel am A. Aber vielleicht ein bisschen lucky, dass Adrian da 2 bekommt, nachdem er so lange blind war immer. Oh, ich kann RDL wieder auswählen. Vielleicht hat es echt was gebracht. Hier aber. So, Flashes kommen von Action. Wird sich gegenseitig attackiert. Boah, Fox mit Eier Move. Adrian aggressiv. Das Aggressive zahlt sich gerade aus. Bombe wieder vor ihn gelegt. Oh, was eine Chaos-Runde gerade. VP trotzdem mit Überzahl. RDL muss es da eigentlich richten. Lidde mit Duell Base. Wenn er das gewinnt, sieht es auch gut aus. Sehr schön. Jetzt einfach CDBs. Ja, okay, nicht unbedingt rein. Boah, gute Hits von Lucia. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass man da so gut bangen kann. Hätte er vielleicht doch einfach CDBs reinspringen sollen. Weil so viel HP hat er ja nicht mehr gehabt, dass er das dann vielleicht eher überlebt. Ja, letztes Mal hat Nip gegen Aces wirklich Dua gespielt. Und heute auf Dust 1 bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber da das eh ein sehr skilllastiges Match werden wird, wird Nip da wohl auch keine Probleme haben. Je nachdem, ob sie CT anfangen, kann das, denke ich mal, ein sehr eindeutiges Spiel werden. So,
wieder versucht, LMA. Oh, Adrian stellt wirklich wie eine Bank. Sehr schön. Also A ist wirklich bombensicher. Nicht so wie bei AL, wo Lidl... Na, vielleicht darf man sich nur Lidl vorwerfen. Aber an sich der Deckung... Also der Deckung generell... Drücken aber auch wie die letzten... wie... Mir fällt kein passender Vergleich ein. So, 13-9. Keine Terrorrunde bisher bei rumgekommen. Fläche ist nämlich gar nicht so schlecht. Die hat man auch in diesem Top 10 Video, glaube ich, gesehen. Top 10, also die Top 10 Szenen von CSGO aus von 2012. So, Angel jetzt gestorben. Das ist hier gerade auf sich allein gestellt. Fox deckt aber wieder Mini-Dünner ab. Und das hier nimmt kurz ein. Macht er gut. Oh, hat er dicke Probleme. Kucher B geschoben. B ist wieder gedeckt. Adrian gerade allein am B. Am A. Fox aber Unterstützung am Connector. Die Bombe ist auf jeden Fall vor A. Und das hier. Er spottet. Spottet er? Ne, er spottet nicht. Hätte mich auch gewundert mit den Low HP. So, das hier. Kucher mit in den Frag gemacht. Jetzt ist der Argo eigentlich obvious. Weil Kura hat mit gespottet und da ist frei, also. So, jetzt der Goragent. Kommt noch zum Gegenflächen. Posident bekannt. Oh, wieder ein schöner Headshot. Sehr schön. Fox verschießt nicht. Doch einmal, glaube ich. Aber trotzdem, keine Probleme, da die Flex machen. Schöne Gegenflächen und Adrian. Haus oben war, glaube ich, richtig blind. Musste nochmal zurück. Und dann stimmt das vom Timing natürlich nicht mehr. Und Adrian macht einfach wieder die Frags. Also der gefällt mir auch von Zeit zu Zeit viel, viel, viel besser. Hat man, ja, am Anfang hat man noch nicht so viel gesehen von ihm im CSGO. Aber gestern im Mausspiel war er auch recht solide am A. Oh, explodiert die Flash, keine Ahnung. Irgendwie sieht man die nicht so gut. Ich glaube, die explodiert einfach vor den Dreierkisten, ne? So, diesmal aber erfolgreich. Einmal schaltet man Adrian aus und kommt auf den Spot. Schon irgendwie bezeichnend. Schöner Move da von Kura. Mit dem Jump da am L hinten zu spotten, am Forest. Und jetzt auch endlich zweistellig und die erste Terrorrunde geholt. Wird es aber, wie man sieht, unfassbar viel Geld. Können wir locker noch die nächste Runde kaufen. Ja, wobei, locker, ja doch. Kaufen auf jeden Fall. Oh, ein VP... Riecht es direkt. Angel pusht B. Bei Timing hat er da jetzt vielleicht zwei, drei Leute. Oh, und er wartet. Er wartet. Sehr schön gemacht. Oh, sehr schön geaimt. Oh, der dritte macht er leider nicht. Also hier, der hockt, glaube ich, auf einer Decoy. Aber Kucher sieht ihn da durch die Smoke. Tja, die anderen beiden am A machen da keine Anstalten. Jetzt mal der Go. CT ist aber auch schon so langsam am Schieben. Falsch spekuliert von Schneider. Und Pronax wird auch richtig gut angeschossen noch von Adrian. Also haben sie sich meiner Meinung nach zu viel Zeit gelassen. Und Fox sitzt da einfach immer auf der Kiste, will immer den Frag. Fühlt sich da aber anscheinend auch richtig sicher mit der Awe schon.
Und damit schon mal das Draw für Virtus. 15 zu 10. Und Eil hat vorhin die Runde gewonnen, jetzt verloren. Das heißt, nicht viel Geld am Start. Da werden sich nochmal ein paar Waffen gelegt. Trotzdem 2 P250 oder Deagles. Einfach nochmal ein straighter Argo. So, Brunax hat, glaube ich, Smoke nachgekauft. Hat was ausgeschlossen. Adrian kommt gleich von hinten. Sie haben immer noch nicht den Go gespielt. Boah, das wird so gut. Das wird so ein Rape von Adrian. Ah, er braucht nicht mal was machen, weil einfach die A-Deckung so strong ist. Da ist nur noch Sneal. Aber Sneal ist auch nicht... kann es einfach auch nicht schaffen gegen 4. Schönes Spiel von Virtus. Erwartungsgemäß von meiner Seite auf jeden Fall, dass sie das Spiel gewinnen. Schon eine dominante CT-Leistung. Da sah Maus gestern gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. Mit ihren 6 T-Runden war das doch ganz solide. Als CT haben sie halt verkackt. AL konnte da wesentlich weniger Schaden anrichten. Dennoch Virtus einfach super stark als CT. Auch als T gute Runden gehabt. Beide Pistols gewonnen, 16-10. Das Ergebnis geht auf jeden Fall soweit in Ordnung.